Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin hier für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Toys, die wir uns bei den Tusker hier holen können. Und zwar ist es die Ruffraktion Tusker der Iskara und diese beiden Toys benötigen eine Rufstufe von 5, also nicht sonderlich hoch. Die können wir uns beide hier in dem Lager kaufen. Es gibt das von zwei Händlern. Wir werden uns jetzt mal einen angucken und zwar ist der auf den Koordinaten 13, 48 hier im zweiten Gebiet, das Azurblaue Gebirge. Und dort haben wir dann hier diesen kleinen Little Kick, Key oder Little Key, irgendwie so heißt er genau. Dieses kleine Walrossvieh hier. Und der hat einmal einen Reissuppentopf der Tusker dabei. Der kostet einmal ein bisschen Cerevit-Erz und ein paar Ressourcen. Cerevit-Erz kriegt man für wenige Gold aus dem Aha oder man baut das Bergbau ab. Und das zweite, was wir hier haben, ist dann Teeservice aus Wahlknochen, auch Ruhmstufe 5. Und dafür brauchen wir Wasserschlund. Ich sage euch ganz ehrlich, keine Ahnung, wo man das herkriegt. Wahrscheinlich durch Angeln oder so. Ich habe es für 2 Gold im Aha gekauft und dementsprechend brauchen wir noch ein paar Vorräte. Gut, die beiden Toys haben wir. Dann schauen wir uns die mal an, würde ich sagen. Das lernen wir und das lernen wir. Und dann gucken wir uns die mal an. Also, wo haben wir es denn? Suppentopf, da haben wir einen Reissuppentopf der Tusker. Stellen wir mal auf. Das ist einmal dieser Topf. Ah, der sieht gar nicht cool aus eigentlich. Macht ein bisschen mehr her als das, was ich letztens an Feuerstelle bei den Zentauren gekriegt habe. Und das andere, was wir uns gekauft haben, war ja das Teeservice. Das haben wir hier einmal. Das stellen wir dann gleich noch daneben. Okay, das Teeservice besteht nur aus einer Kanne, oder? Sehe ich das richtig? Ah ja, gut, das hat zwar auch ganz coole Texturen soweit, ne? Ist jetzt nicht ganz so einfach gehalten, ist auch ein bisschen verziert, aber beim Teeservice verstehe ich ein bisschen mehr als nur eine Kanne. Gut, das sind die beiden Toys. Wie wir den Ruf hochkriegen, will ich euch jetzt mal erzählen. Ihr habt verschiedene Optionen. Das erste ist natürlich ganz normal die Kampagne zu spielen hier im Gebiet und die Sidequests. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal Ruf her. Dann gibt es ein paar Dungeon Quests, die wir auch in dem Lager hier kriegen können. Als nächstes können wir täglich hier in dem Bereich, Brackenfellhöhle, das ist eigentlich auch die Instanz, aber es gibt auch einen Open-World-Bereich, 4 Rares töten. Diese 4 Rares spawnen immer 10 Minuten nacheinander, also immer quasi zur vollen 10-minütigen Zeit, also um 1 Uhr, 1 Uhr 10, 1 Uhr 20, 1 Uhr 30 und so weiter. Ne? Spawnt immer genau ein anderer und nach 40 Minuten habt ihr quasi alle 4 abgeklappert. Dann gibt es hier in dem Lager, der Iskara, jede 3,5 Stunden ein kleines World Event. Da wird hier die Suppe gekocht, die ihr einmal hinter mir seht. Und da gibt es dann auch nochmal Ruf, wenn ihr ein bisschen diese Aktivitäten quasi ausfüllt. Da gibt es dann Sachen wie, ihr müsst so einen Fisch weichklopfen oder Gegner töten, die kommen. Oder die Suppe umrühren, da gibt es für jede Aktivität nochmal 25 Ruf. Und wenn man da einige Aktivitäten während der Viertelstunde, die das Event läuft, abschließt, gibt es dann auch einiges an Ruf. Das sind soweit die Sachen, die ich euch dazu sagen kann. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ruffarmen und dann dementsprechend auch mit den netten kleinen Toys. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.